Darumbi ist komplett insane gegen Dakar. Du machst Gunman und er ist einfach, jo, danke für Ascent. Ja, genau. Also das da musst du wirklich nachdenken. Also wirklich komplett weit voraus planen. Das Matchup könnte tatsächlich sehr schwierig sein und Theron geht auch direkt in den Lead. Mit dem Reset aber nur einmal, danach hat er überhaupt keine Lust mehr. Und da kommt der erste Quarkan, aber... kurz angeditscht, 1,8. Kurz eine leere Kanne gegen den Kopf bekommen. Da kommt die Kanne in die falsche Richtung. Oh. Was ist da gerade passiert? Ich glaube, Side-B-Shit? Ja, die Side-B auf Invincibility. Grab Invincibility. Oh, da ist eins. Okay, das war schon mal einmal ein Set im Game. Okay, und da ist Arsene. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, was er mit Arsene machen kann. Keine Rebels Gun, ne? Oh, er hat ihn mitgezogen mit der Gun. Ja. Mit der Cam. Und sehr lucky, die Hit-Animation. Er war nicht in der Cam drin. Die Cam ist nicht explodiert. Genau, also wenn du nur die Kante von der Cam erwischt, dann wirst du mal so mitgezogen. Oh, schön. Gunman versus Joker. Gunman gewinnt. Oh. Setup. Oh, okay. Boah, wie hat das wieder verbaitet? Wie die Roller baitet. Mhm. Aber Theron lässt sich da nicht baiten und. Perfekt gespaced. Der Backer gönnt sich den ersten Stock. Das auch ohne Arsene. Ja, ich muss sagen, also bis jetzt noch nicht mal Rebels Guard benutzt. Und oh, da ist er. Sicherlich SDN, ne? Oh. Da ist Rebels Guard und hat wieder Arsene. Und wenn er jetzt irgendwie so ein. Weißt du, so ein Counter ist halt auch super strong gegen Dakans Stuff. Stimmt. Weil gerade der Counter ist halt insane, was der für eine Range hat. Ne? Der ist ein Reflektor. Ist ein Reflektor? Ja, ich glaube schon. Es ist Joker, es ist DLC, natürlich ist ein Reflektor. Okay. Boom. Nicht viel Damage gemacht. Nein, unter 30%. Auf jeden Fall absolut machbar für Weiße an der Stelle. Hogan's Alley. Rollt tatsächlich in die Explosion hinein. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber er wurde gegrabt. Benutzt er die Grab Invincibility, um durch die ganzen Can-Shit durchzukommen. So wäre natürlich eine Ascent-Situation. Boah, komischer Clank. Oh. Ken ist halt einfach nur, das ist so klein, aber das ist halt eine Wand. Hm. Das ist halt ein Steve-Block gefühlt. Ja, das ist die Steve-Block, in den Grab. Du nicht reinlaufen willst. Ja. Vor allem. Oh. Okay, also eine Sache, die auch ziemlich insane gegen Dakant ist, ist dieser Schuss. Wenn du schießt und dann springst, dann schießt er ja so nach unten. Und ich keine Ahnung, wie der Move heißt, ne? Aber einfach. Also diese ganz nach unten, die schießen ganz nach unten. Ja. Und dann, schlecht für Dakant. Also da kann er wirklich nichts gegen machen eigentlich. Aber das sagen wir jetzt so, aber Oh? Alter, die Setups sind einfach auf den nächsten Level. Die brechen einfach das Gehirn. Also, er dachte, er könnte ran airdodgen und. Ah, es ging die Airwand geairdodgen. Ja. Okay. Das ist Setup. Damage. Allerdings kein Follow-up und meshed aus dem Grab. Also gerade weird. Aber ja. Kann natürlich aus dem Mitstand den Dramby aktivieren. Ja. Halbklatze. Oh. Schönes Drifting. Theron hat tatsächlich am Ende den Read gehabt, aber es war nicht schnell genug. Ja, der war gar nicht am Smash. Der war gar nicht angerufen. Ah. Danke dir. Guck mal hier, die Dominos. Pizza ist auch angekommen. Und währenddessen holt sich Beißel hier den, holt sich Theron hier den Stock. Ja, genau. Dominos-Sponsoring hier. Ja, hier, wir haben eine Pizza hier von Domino. Schmeckt voll lecker und so. Sponsoring, please. Okay, da sind aber Mushrooms drauf. Habe ich jetzt auch voll Bock drauf. Aber ich erst später. Okay. Okay, wir haben kurz nicht hingeguckt. Theron hat 120%. Aber beide auf dem letzten Stock. Beide auf dem letzten Stock. Noch kein Arsene kommt auf jeden Fall noch einmal. Weiß ich nicht, wenn da jetzt eine Abwehr... Aber und da ist Arsene. Down Guns, du hast angesprochen. Die Abwehr von... Down Guns ist halt... Schon illegal. Ist schon ziemlich insane. Also wenn man weiß, wie man den Move einsetzt, richtig krass. Und das nein. Nicht, das war's nicht. Selbst Ken. Da oben killt das nicht. Ich dachte so bei 160 und ja, okay. Aber man muss sagen, ich glaube, wenn Ken früher killen würde, Ken so bei 120 killen würde, da kann wäre schon. Ja, wär wenn schon uncool. Das Nikita wäre oder so. Ja, so ein C4. Also unser Theory-Crafting war Arsene gut und Therion und Joker gut gegen Beißel, gegen Dakant und dann hat Dakant gesagt, ist mir egal. Ja, ich meine, es war knapp. Ich würde jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht wirklich runter switchen. Also ich weiß nicht, ob ich da Pyramithra oder. Es ist definitiv möglich, dazu gewinnen und eine Adaption. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach. Das ist eine Skillfrage, wer in diesem Matchup hier gewinnt.
Vielleicht auch so eine. Vielleicht ist es auch Down Guns mehr bei Recovery von Beisel benutzen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen in die Richtung. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht werden wir es auch gleich sehen. War mal gespannt, ob er beim Charakter bleibt. Vielleicht doch eine andere Stage. Und übrigens will ich ja mal zur Venue sagen. Es soll ja heute, also es ist ja ziemlich heiß und ziemlich schwül, aber hier in der Venue, das geht tatsächlich ziemlich gut klar. Also ich hatte Venues, da geht das gar nicht. Sobald es schwül wird, ist einfach ist es da auch Dampfgarn. Ja. Ja, definitiv. Schwül plus. Da kann man hier nicht rummeckern. Da kann man hier nicht rummeckern. Das ist sehr warm. Das ist echt chillig. Sehr schöne Location hier. Ja. Genug Fenster. Okay, ja. Game Nummer. Ist tatsächlich ein 3. Ne, 2. Wir haben jetzt hier Beile. Läuft. Und direkt da zwei Trades mit einer Abi, wenn ich es gesehen habe. Und noch eine dritte Abi, aber die tradet nicht. Ich grab in die falsche Richtung. Aber ja. Dinge passieren. Also ich würde sagen, dass Beisel wahrscheinlich ein bisschen weniger Erfahrung gegen Byleth hat. Ich würde sagen, dass Therion die Chance hat, ihn mit Stuff zu treffen. Ja, so, zum Beispiel so einer Up-Air, dass er ihn einfach super early killt. Mit der Down-Air, vielleicht auch so mit einer Back-Air oder sowas. Das ist auch so ein Move, den du gegen Beisel immer auf der Hut machst. Er covert immer sehr, sehr gerne seine Recovery mit dieser Granate, mit der Can. Mhm. Du musst halt, wenn du eine Antwort dafür hast, dann ist es sehr gut. Backhand Recovery ist exploitable, wenn du ran darfst. Ich bin auch mal gespannt, weil ich würde auf dem Papier schätzen, dass Joker eigentlich sich besser verhalten müsste gegen. Einfach mit der Down-Air, okay. Okay, nice. Krass. Therion sagt hier, ein Moment. Ich kenne das nicht. Oh. Und Damage. Fast gekillt. Ja, das ist echt insane, die Down-Air. Will ein Abwehr-Catch, aber es ist kein Catch. Ah! Ich dachte, die schießen jetzt einfach weiter. Noch ein bisschen reinspammen mit dem Bogen. Alles zerstören. Okay, 180%. Ja, okay, gut. Genug. Da macht er einen auf Snake und denkt sich, hey, wenn du mich triffst, dann kriegst du auch meine Granate. Ja, er geht die Trades immer ein. Okay, hier werden weiter Tontauben zerschossen. Okay. Was passiert hier? Dinge. Wilde Dinge. Ganz wilde Dinge. Irgendwie Entenjagd oder so. Das war nicht fair, ne? Vor der hätte fast gekillt. Oh, Therion denkt sich hier, ich kann nicht abfangen, aber. Den Grab. Grab. Gewifft. Jumped über den Grab. Sweetfoot Backer, die dann natürlich den Stock nimmt bei 120%. Also, es sieht tatsächlich sehr gut aus jetzt hier gerade für Therion. Hast du dich im letzten Game gesehen? Ja, aber diesmal gut ist die Eye von Beisel, er wird diesmal nicht von der Downer getroffen. Die Eye da raus. So, Er hat ihn. Er geht hin und er normal killt. Ja, okay. Das ist ein Beisel Move, oder? Normal get up into down smash. Ja, auf jeden Fall. Also, da steigt doch keiner mehr durch, was da passiert. Teilweise die F-Smashes und alles. Oh, er geht aggressiv, aber verliert total Stage Control. Nicht viel mehr durchgeschildert. Und der Up-Smash. Lingering Hitbox. Alright, auf jeden Fall gute Performance hier. Beides, vielleicht ist es die Matchup-Erfahrung, vielleicht ist es Matchup komplizierter als gedacht. Ja, also. Irgendjemand möchte was von uns. So, 1-1. 1-1. Okay. Ich poste einmal kurz, dass die Leute auch checken, dass wir streamen überhaupt. Vorrang, dass die streamen mit hervorragenden Spielern. Und hervorragender Venue. Und hervorragender Storyline. Und hervorragenden Leuten einfach. Also ich bin immer echt gerne auf Anyzeit tatsächlich wegen den Leuten. Das gibt immer sehr spaßig. So, mal sehen, ob Beisel eine Antwort auf Byleth findet. Geht hier für Battlefield. Interessante Wahl. Down-Throw-Power, der schon slightly illegal, was meine so für Option hat. Oh, das ist der F-Smash, er wird nicht gepunished, das ist ein bisschen zu safe auf Max Range. Er ist jetzt sehr gut für Fury aus dem hier im Lead. Down-Throw-Up, ja, das war's. Therion mit 50% im Trip, noch hat auch alle drei Stocks. Das wird eine schwere Aufgabe für Beisel hier.
Insbesondere, weil beides anscheinend einfach so einfach, können einfach auf den Gegner draufspringen, mehr drücken oder was auch immer. Und es funktioniert, dürfen es. Ja, ich finde es auch interessant, dass die Can fast schon so einen Verfolgungsmodus auf Bicep gerade hat. Also egal was passiert, die landet immer auf Bicep. Also eben gerade bei der Side-B. Das ist auch so, wenn du Terry spielst. Du Side-B, also diesen Power-Knuckle, keine Ahnung. Side-B halt einfach auf den Gegner machst und eine Dose im Weg ist, dann triffst du erst die Dose, dann Duckern und dann trifft die Dose Duckern. Oh, also ganz viel Damage. Ja, das fühlt sich so ein bisschen Cheater-mäßig an. Das war in Smash 4 mit Cloud auch so. Okay, also ein bisschen Cheater wäre ja auch eine gute Option für Bicep, würde ich schätzen. Er hat immer noch den Stock nicht und nach macht er hier wieder Powers. Das ist halt die Schwäche von Duckern, ne? Das Disadvantage ist nicht optimal. Oh, verkackt hier und kriegt dadurch die Backer. Sehr schön. Da wollte er ziemlich sicherlich die Plattform durch, aber nimmt er mit. Gibt mir der Backer den Kill. Das heißt, es ist noch nichts verloren, solange er nicht stirbt in der nahen Zukunft. Und Dash Attack ist auf jeden Fall sehr gut in diesem Matchup, weil... Ja. Oh mein Gott. Ja, der Attack. Weil er einfach sehr aufpassen muss, was er drückt. Die Dash Attack kommt sehr schnell. Schöne Kombo hier von Weißel. Schönes Advantage Situation. Das Problem ist, er muss hier die Killer bloß kriegen, sonst wird Theron hier wieder bis 180 gehen. Ich hab's eben gerade gesehen, das ist. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Oh. Vielleicht noch nicht. Ich glaube, der erste Gäste oder so. Oh, hä? Das hab ich nicht ganz verstanden. Zweite Art in die falsche Richtung. Oh, wow. Und die Down Air. Man merkt die Schwächen und Stärken dieser Charaktere, also. Ja, auf jeden Fall. Die Recovery von. Von Duckern ist auf jeden Fall exploitable. Und sein Disadvantage, wenn Byleth erstmal in deinem Gesicht sitzt und Knöpfe drückt, dann muss er das halt auch zu einem gewissen Grad respektieren. Mhm. Aber es muss respektieren, sonst wird er wieder zocken. Ja, die spielen gerade. Wieder Battlefield. Die Dash. Hast du das gerade gesehen? Die Back Air war lingering, trifft die Dose, Dose trifft Duckern. Aber genau, im richtigen Winkel auch und alles. Ja, also das scheint irgendwie der Pick zu sein, tatsächlich. Da ist also ein Probleme zu haben, kann auch nicht zu Tech Chases gehen, weil lieber ein Tech das. Ist keine Mystik zum Abusen. Oh mein Gott. Empty Land F-Smash. Das sind halt diese Big Brain Optionen. Die kommt man als Normalsterblicher nicht. Da musst du schon Duckern spielen. Oh, zwei. Okay, in drei Games aber erst. Ne? Ja. Okay, Bicep, spiel dann auf hier. Der Gewinner hiervon muss übrigens gegen Skelly spielen in Winner Semis. Also. Oh, das hat echt getroffen. Der Box wurde, glaube ich, extended, weil er das. Den Gunman getroffen, ne? Ja, stimmt. Sehr große Damage. Das ist immer so insaner Damage mit den zwei Hits da. Ja, aber das ist ja auch, Balance Box. Oh, das war auch Big Damage. Ja. Aggressiv. Theron immer sehr aggressiv. Das ist so asozial, ne? Hast du es gesehen, was er da versucht hat? Die Abi da, um ihn da zu spiken. Also diese Abi ist schon ein... Also so ein paar Moves sind schon... Also Smash Bros. Hat schon ein paar Moves, da kann man sich schon denken, so ja. Finde ich jetzt sehr fair dagegen zu spielen. Wobei ich sagen muss, so... Byleth auf jeden Fall einer der Charaktere, die am wenigsten irgendwie overpowered oder sowas sind von den DLCs. Wahrscheinlich schon, ja. Ich finde schon, dass so ein paar Moves, so Upsmash oder Up-Air schon ziemlich krass sind. Oh mein Gott. Oh! Was ist fein. Ja, okay, der Downsmash. Aber... Also im Set sehen wir auch alles, ne? Und jetzt suddenly ist Weißel ganz erwartet. Wow. Wer hätte in dieser Situation die Back-Air gemacht? Das war schon ziemlich crazy. Also es ist eine Situation so, wer ist in so einer Situation jemals gewesen, so zweimal von der Dose mitgezogen zu werden und dann umgedreht zu werden in der Luft. So random. Das sind aber die Sachen, die dich halt dann die Unterschied machen. Wie schnell kannst du da die Entscheidung treffen und wie gut ist die Entscheidung? Ja. Ist er tot? Nee. Oh. Ein Easy Tech. Und er kommt. Ach ja, natürlich, du darfst natürlich auf die Stage treffen. Sonst wäre die Recovery ja zu schlecht. Kann aber. Im Moment sieht's so aus. Ja, Bicep kann tatsächlich den. Okay, mal gucken, wie klatsch er ist. Weil Theron kann auf jeden Fall einen Deckel zumachen. Also, der versucht auf jeden Fall, dass wir sehr klatschigen Scheiß zu gehen, da direkt erstmal vor. Der ist offstage aber auch immer sehr schnell
wieder on stage, ne? Also ja, die Abi von beides ist sehr, sehr schnell. Und? Das killt nicht, das killt nicht. Und die kehren wieder zum Covern. Vor allem Beißel hat noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich gerade. Auf jeden Fall. Oh, da einfach so dazwischen. Also die Reaktion war super. Ja, wow. Wait, war das Game 3? War das Game 3? Das war 3-1. Das ist 3-1. 3-1 für, ja, okay, Therion geht hier weiter.